Ich muss wissen, wo gibt es Ladestationen. Ich muss wissen, wo es da einen ÖV-Haltepunkt gibt oder ein Carsharing-Angebot. Ich muss wissen, kann ich Grünstrom dort laden oder ist es nur irgendwie Graustrom? Ja, die Infrastruktur hat eine hohe Bedeutung, allein weil das Vertrauen, dass wenn meine Batterie leer ist, da sein muss, dass ich jederzeit rechtzeitig, so wie ich es auch mit meinem Tankstopp betreibe, wenn wir beim Individualverkehr bleiben, nachladen kann. Und das muss mir nicht eine Vollladung bescheren, sondern einfach nur die Reichweite bescheren für den nächsten Stopp, den ich vorhab und der mir dann vielleicht die 2 Stunden gönnt, während ich meine Einkäufe tätige. Ich glaube, dass Ladestationen miteinander vernetzt werden müssen, damit der bis am Elektroauto aus Garmisch-Partenkirchen kommt, auch in einer durchgängigen Kette bis nach Schleswig kommen kann. Und dafür stehen wir mit unserer Ladeinfrastruktur. Wir sind Partner, wir sind auch bereit, mit Wettbewerbern arbeitszeitig zusammenzuarbeiten, damit die Elektroautos sich vernünftig bewegen können. Nur wenn man über einheitliche Abrechnungssysteme das organisieren kann, dann werden wir das Thema auch zum Fliegen bekommen. Es fehlt wirklich ein politischer Wille. In Skandinavien, Norwegen, Dänemark kann man kostenfrei parken. Dort gibt es Ladeinfrastruktur. Dort kann man Busspuren benutzen. Da kann man besondere Bereiche befahren. Die haben pro Kopfdichte quasi mehr als ein Zehnfaches an der Elektromobilität als hier in Deutschland. Natürlich brauchen Autos, die nicht mehr mit flüssigem Kraftstoff betankt werden, sondern mit Strom, brauchen auch dafür die passenden Ladepunkte. Dass man bei der Infrastruktur was tut, und da ist der BSM ja schon sehr früh angefangen, dass er mit Park & Charge ein etabliertes, europaweit einheitliches Ladesystem ja mitgeholfen hat, in Deutschland zu implementieren. Das ist ein einfaches System. Sie haben eine Vignette, um sich mit dem Fahrzeug auszuweisen, dass Sie autorisiert sind, auf Park & Charge reservierten Parkplätzen zu parken. Sie haben einen einheitlichen Zentralschlüssel, der nummeriert ist und nur individuell an den Nutzer ausgegeben wird. Damit kommt er an ca. 600 Ladehalte, knapp 1800 Ladepunkte in Europa und hat damit den Zugang zu Auswärtsladung.